Wer liebt es nicht, mit einer flauschigen, weichen Katze zu kuscheln? Aber halt! Bevor ihr eure rundlichen Fellfreunde fest in die Arme schließt, gibt es da noch ein paar Dinge zu bedenken. Denn Übergewicht kann auch bei Katzen zu ernsthaften Gesundheitsproblemen führen. Ich bin Dr. Gundula Glossner und verrate euch, welche Folgen überschüssige Pfunde bei Katzen haben können, wie ihr Übergewicht erkennt und wie ihr eure Liebsten dabei unterstützt, fit und gesund zu bleiben. Nicht jede etwas kräftigere Katze ist gleich übergewichtig. Im Allgemeinen spricht man von Adipositas bei Katzen, wenn das Gewicht um mindestens 30% über dem Idealwert für die jeweilige Rasse liegt. Schätzungen des Bundesverbands praktizierender Tierärzte deuten darauf hin, dass etwa jede zweite deutsche Katze übergewichtig oder sogar fettleibig ist, was ernsthafte Gesundheitsprobleme nach sich ziehen kann. Häufig auftretende Probleme im Zusammenhang mit Übergewicht sind Störungen von Fell, Haut, Atmung und Verdauung. Es können Lebererkrankungen und Herzschwäche auftreten. Zusätzlich können Gelenkschmerzen auftreten und sogar die Fortpflanzung kann durch das erhöhte Gewicht beeinträchtigt werden. Das Risiko, an Diabetes mellitus zu erkranken, steigt ebenfalls erheblich. Im Falle einer Verletzung oder notwendigen Operation erhöhen sich die Komplikationsrisiken. Abgesehen von den gesundheitlichen Risiken kann Fettleibigkeit auch die Lebensqualität der Katzen beeinträchtigen. Die meisten übergewichtigen Katzen sind aufgrund ihres Gewichts in ihrer Beweglichkeit stark eingeschränkt, was auch die Körperpflege erschwert. Die Wahrscheinlichkeit einer verkürzten Lebenserwartung steigt ebenfalls. Aber wie erkennt man nun, ob die eigene Katze übergewichtig ist? Äußere Anzeichen sind Fettpolster am Rumpf und Bauch, während die Rippen nicht mehr gut fühlbar sind. Das Fell kann schuppig und fettig wirken, da die Katze ihre übliche Pflege vernachlässigt. Bewegungsaktivitäten nehmen ab, Verstopfungen können auftreten und Symptome möglicher Folgeerkrankungen werden sichtbar. Die genaue Diagnose des Übergewichts erfolgt durch die Tierärztin oder den Tierarzt, unter anderem mit Hilfe von Gewichtstabellen und dem Body Condition Score. Damit es erst gar nicht so weit kommt, habe ich hier ein paar Tipps, wie ihr Übergewicht bei euren Katzen verhindern könnt. Häufig liegt die Ursache in falscher Ernährung, ähnlich wie bei Menschen. Große Mahlzeiten, übermäßige Leckerchen und ständige Verfügbarkeit von Futter sind dabei häufige Fehler. Auch Futter mit besonders vielen Kalorien kann ein Auslöser sein. Achtet bei der Fütterung also darauf, dass die Energiezufuhr ungefähr dem Energiebedarf eurer Katze entspricht. Mangelnde Bewegung, insbesondere bei älteren oder Wohnungskatzen, kann ebenfalls eine Rolle spielen. Schafft aktive Bewegungsmöglichkeiten, plant Spielstunden ein und kontrolliert die Fütterung. Denn genau das sind die entscheidenden Faktoren, um Übergewicht zu verhindern. Sollte eure Katze bereits das eine oder andere Pfund zu viel haben, sind die Reduktion der Energiezufuhr und eine Steigerung der Bewegung Schlüssel zur Gewichtsabnahme. Wichtig dabei, auch bei einer reduzierten Kost sollte der Nährstoffbedarf dennoch gedeckt werden. Ein bewusster Umgang mit Ernährung und Bewegung kann das Wohlbefinden und die Lebensqualität eurer geliebten Samtpfoten fördern. Durch die Schaffung der richtigen Bedingungen steht einem gesunden und glücklichen Katzenleben nichts mehr im Wege. Bis zum nächsten Mal.